Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Demon's Souls Remake auf der PlayStation 5. Eine weitere Folge, vielleicht zwischen Leid und Freude. Die letzte Folge hatte auf jeden Fall beides. Als der Tower Knight mit einem minimalen kleinen Lebensbalken noch überlebt hat, ich gestorben bin und ich ihn dann am Ende doch gelegt habe. Das war, das ist zwischen, ich spüre gar nichts mehr, ich spüre innere Leere zu, ich spüre innere Leere, aber ich freue mich irgendwie. Egal. Freunde, wir machen noch eine Folge weiter, oder? Habt ihr Bock? Wenn ja, lasst mich das gerne weiterhin wissen und macht gerne weiterhin bei dem Gewinnspiel mit. Ja, zum einen das Gewinnspiel bei meinem Partner Instant Gaming ist verlinkt in der Videobeschreibung, genauso wie meine Social Media Seiten. Dort könnt ihr ein Spiel eurer Wahl gewinnen oder Guthaben, was ihr so braucht. Gibt's auch alles günstig zu kaufen und das Gewinnspiel von mir für euch. Einfach Video positiv bewerten, Instagram oder Discord-Namen reinposten. Ihr seht hier, ein dichter, farbloser Nebel hält dich zurück. Nur jene, die einen Erzdämon getötet haben, können hier passieren. Das heißt, wir können hier leider nicht mehr weiter und müssen zurück in den Nexus. Naja, ansonsten, Freunde, natürlich, wie gesagt, wenn ihr noch ein bisschen mehr sehen wollt von Demon's Souls, dann lasst mich das gerne wissen, unterstützt es gerne. Das ist, wie gesagt, ich weiß immer noch nicht genau, wie weit wir das Ganze zocken. Ist ganz simpel zum Tausch mit euren ganz simpel, ja, ganz simpel. So, lass ich mal kurz meine Keule reparieren und mein Schild und das hier. Die Sachen. Ich weiß halt nicht genau. Ich glaube, wir brauchen einen anderen Schmied wahrscheinlich für die Keule, wa? Wenn wir die aufleveln wollen. Gut, Schmiedeareal. Ja, vielleicht ist es dort. Eine Stadt der Gräber und Hüter des gewaltigen Tunnels. Vor langer Zeit erlaubten ihre Bemühungen, den Soldaten Boletarias ihre Arbeit durchzuführen. Doch nun, ihre Seelen beraubt, arbeiten sie geistlos in Stille. Unermüdlich und ohne Zweck. Ab geht's ins nächste Gebiet. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ja, meine Hände schwitzen jetzt schon, ohne dass ich begonnen habe. Freunde, wir müssen auch mal schauen, oder ich kann euch das mal ganz gerne kurz zeigen. Wir haben nämlich visueller Modus, genau. Wir haben nämlich hier auch andere Grafikfilter. Hier der klassische zum Beispiel. Wir haben aber auch noch was anderes. Warte mal. Ups, Controller. Wo ist es denn jetzt? Anzeige. Klar. Impulsiv. Ist halt dämlich, dass du halt immer aus dem Menü erstmal raus musst. Ja. Weiß nicht, ob ich euch jetzt alle zeigen soll, aber ich würde ganz gerne mal den klassischen ausprobieren. Der soll ganz gut sein. Hallo. Seelen, Seelen! Ich tausche gute Waren gegen Seelen. Sichelmondgras, Etzwetzstein, Scherbe. Scherben können wir hier kaufen. Spitzhacke, naja. Ihr wollt spielen, meint ihr nicht? Na gut. Okay. Seele eines unbekannten Helden. Alter, ist es hell mit dem? Es ist ziemlich hell mit dem Filter, oder? Ja, wo es geht. Hier ist ein Freund. Der Schmied. Gut. Wir müssen uns, glaube ich, hier durchkämpfen. Ey, ich überlege die ganze Zeit. Irgendwie ist es mir so, als hätte ich irgendwas. Kann es sein, dass hier ein Lizard ist oder so eine Scheiße? Kann es sein, dass hier hinten ein Lizard ist oder so? Normalerweise? Wie kannst du beschwören? Das ist tot. Okay, gut. Kann es sein, dass hier. Ich weiß es nicht. Ja. Klärt mich auf, Freunde. Klärt mich auf! Ich weiß nichts mehr. Nix mehr. Und es ist so, irgendwie, wie gesagt, auf der einen Seite ist es geil, auf der anderen Seite ist es scheiße. Oh! Oh! Nimm's! Klebriges weißes Zeug. Naja, okay. Okay, alles klar. Hallo? Hallo? Wollt ihr Stress? Scheiße, Mann. Okay, ganz ruhig jetzt.
aufpassen, nicht verrecken, während ich hier auf den Aufzug steige. Gehen wir erstmal nach oben, oder? Alter, hält der aus. Scheiße, Mann. Heilige Scheiße, Junge, hält der aus. Meine Keule ist nicht mehr so geil, wie ich sie dachte. Kommt mal raus jetzt hier. Ist hier irgendjemand, den ich aus Versehen umbringen kann? Nee. Muss erstmal die Helfer platt machen. Scheiße. Boah. So. Komm her. Heilige Scheiße, Alter. Hey, was hält der aus, Junge? Fühlt sich jetzt hier schon der Endgegner, oder? Ey, willst du mich peitschen oder was? Und jetzt reibt er sich seinen Bauch, Alter. Bist du ekelhaft, Alter. Geil, Vollmondgras her damit. Alter Schwede. Finsternis, wo ich verstecke. Verpiss dich, Junge. Ich will dich nicht. Ich will das Item haben. Brecher Streitachs plus 1. Mhm. Seele eines angesehenen Kriegers. Oh, oh Gott, oh Junge. Alter Schwede. Okay. Hey, ich bin gut drauf, Freunde. Ich bin so nervös, Alter. Das ist nicht mehr normal. Es ist nicht mehr normal. Ich bin so nervös, hier direkt zu failen, wa? Dass die Leute plötzlich denken, ich bin nicht mehr der beste Spieler, den sie je gesehen haben. Sondern, er spielt ganz normal. Er kann auch nichts sonderlich Geiles. Das ist meine größte Sorge, Freunde. Das müsst ihr verstehen, wisst ihr? Das müsst ihr verstehen. Alter, dieser Filter, Alter, der ist ja übelst hell. Oder ich habe das Spiel zu hell gestellt. Für diesen Filter. Das kann natürlich sein. Wir müssen irgendwie zum Schmied, um zu gucken, ob das sich lohnt, mit der Keule weiterzumachen. Ich meine, ich habe sie ganz gerne. Jetzt sind wir hier wieder raus, wa? Es gibt nur diese zwei Ebenen? Ich hoffe. Okay. Es gibt nur diese zwei Ebenen, wo wir aussteigen können, ne? So, ja. Versuche es mit Stichangriff. Ich habe leider keine Stichwaffe. Komm her. Oh, oh, okay, okay. Jetzt du noch. Okay, gegen die geht es eigentlich beidhändig, nicht, so langsam wie die sind. Geil. Habe ich schon mal gesagt, dass ich extremst angespannt bin? So. Ich flopp euch einfach zu. Ich krieg 3 Seelen, Alter. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Da kommt einer mit dem Sack. Und das heißt nichts Gutes. Hat man in Bloodborne gesehen. Oh scheiße, ich hab jetzt alle aufgeweckt, wa? Scheiße. Also die Wegkloppen bringt gar nichts. Das lohnt gar nicht.
Das lässt du schön sein, Alter. Das lässt du einfach sein, okay? So. So. Alter, geil. Geiler Scheiß, Bruder. Spinnsteinscherbe. Keine Ahnung, was ich damit upgraden kann. Ich hab keine Ahnung. Da ist schon wieder so einer. Da oben ist ein Item. Huah! Hinter mir ist noch einer. Hinter mir war doch noch einer, oder? Ja, das sind drei. Wollte gerade sagen. Alter, es kann immer schnell gefährlich werden mit diesen scheiß Zwölfen, wenn die dich staggern, also wenn die deine Ausdauerleiste wegprügeln und du dann erstmal kurz außer Gefecht bist. Gerade noch gesagt, es bringt gar nichts, aber irgendwie will man sie auch nicht leben lassen, wa? Ich will diese Seelen erlösen. Erlösen will ich sie. Das ist ein Dienst an der Menschheit nicht unbedingt, aber... Alter Schwede. Ey, das Feuer sieht so geil aus, Alter. Einer peitscht mich! Ich mach gar kein Schadengefühl, oder? Oh! Wundert euch nicht, ich hab Heilung gefarmt, weil ich da unfassbar viele an den Dingens verbraucht hab. Oh, richtig Schiss, ey. Du Sau, Alter. Kurz mal das scheiß weiße Zeug da raus packen aus der Tasche. Ist so lustig, weißes klebriges Zeug, was kann es so sein, ey? Schnauze, Junge! Was peitschst du mich, Alter? Du willst mein weißes Zeug, wa? Kleine Drecksau, du kleine Drecksau. Es ist so viel besser, dass wir beweglicher sind, wa? Meine Fresse, hältst du aus? Schön, her mit dem Loot, her damit! Hast du ein Problem? Nein? Okay, doch, okay, alles klar, alles klar. Scheiße, Mann. Es ist schon ganz geil, Alter. Es ist schon ganz geil. Oh! Verpiss dich, Alter. Werde ich schon ein bisschen aggressiv hier, wa? Gibt es hier versteckte Wände? Ich habe keinen blassen Schimmer. Oh! Kommt hinter mir noch einer? Habe ich da gerade richtig gehört? Hör jetzt auf hier, Mensch! Oh, meine Hände schwitzen bis zum geht nicht mehr. Das ist ja nicht mehr normal. Sichelmondgras, sehr gut. Hä? Ins Lager senden. Ach nein! Ja. Ins Lager senden? Spitzhacke. Was? Wieso habe ich so viel... Was, Alter? Wieso bin ich dann schon voll? Was soll ich denn ablegen, Alter? Ach komm, weißt du was? Ich verballer mal ein paar, ich verballer mal ein paar Dingens, Alter. Jo, woher hab ich so viel Zeug? Ich hab doch schon so viel abgelegt, dachte ich. Soll ich mal ein paar Wurfmesser verballern einfach? Die wiegen doch bestimmt auch einiges, oder? Also auf die Masse gesehen. Kleine Drecksau, Alter, hör mal auf jetzt! Wow! Das Feuer sieht so geil aus, Alter, das sieht so geil aus. Sag mal, gibt's auch zwischendurch einen Sicherheitspunkt? Wo war denn das? Erst beim nächsten Boss oder sowas, ne?
Macht es Sinn, hier lang zu laufen? Ne? Heilige Scheiße. Ich muss da ran. Oh, die Kamera, was machst du? Okay, ich muss da rüber. Ey, meine Hände schwitzen so. Das ist nicht mehr normal, wa? Ich weiß gar nicht, warum. Was habe ich zu verlieren? Außer mein Leben. Oh! Natürlich. Scheiße, nicht mal backstabben kann ich den. Weil ich so doof bin dafür. Aber die mit dem Beutel müssen wir auf jeden Fall platt machen. Die haben immer ein geiles Loot anscheinend. Ja, damit. Gewicht, Junge, was soll das? Ins Lager. Aber gut, dass man das alles ins Lager schicken kann. Das ist sehr cool. Das ist sehr cool. Scheiße. Scheiße, Mann. Ich bin schneller als du. Okay, die lasse ich leben. Brichst du jetzt auch ein? Nee? So. Ed Wetzschein, jawohl. Die Sau, Alter. Sag mal, diese... Ist das eine Hilfe oder was? Diese Geister? Ich habe da nichts angeschalten, wa? Aber das sieht ja aus, als wenn... Oder ist es einfach nur so ein Hinweis mäßig? Keine Ahnung. Es sah so aus, als... Hier, guck mal hier. Alter, da kannst du den Hebel betätigen. Bin ich gut? Bin ich noch gut? Bin ich noch gut unterwegs? Ich weiß nicht. Mir kommt das so vor, als wenn ich gar nicht mal so... Oh, der hat wieder einen Beutel. Mal her jetzt hier, damit ich gleich in Ruhe die Sachen einsammeln kann und nicht abgefackelt wird. Ja, das ist echt sehr hilfreich, Alter. War das damals aus? Ich hab keine Ahnung. Mehr. Ich weiß nicht. So. Falsche Richtung. So, jetzt hier habe ich ja alles schon getötet. Weiter geht's, weiter geht's. Dich, Drecksau, würde ich am liebsten platt machen, ne? Aber das macht keinen Sinn, das zu riskieren jetzt mit den scheiß Wurfmessern, ey. Irgendwie muss man noch da hinkommen, von da oben runter droppen oder sowas? Oder darüber balancieren. Ach, darüber balancieren, ne? Das meine ich. Das meine ich, ich riskiere es halt, das voll in die Schnauze zu bekommen. Und warum, das nervt voll extremst, weil ich hatte das noch nie in meiner Gegenstandsauswahl. Warum wird es automatisch hier reingepackt? Das nervt übertrieben, Alter, dass man das immer erst rausnehmen muss. Wäre es besser, mich erstmal darüber zu balancieren und den, ja, doch. Holy shit. Oh, du Sau. Ausgepeitscht wurde ich. Sehr gut, sehr gut. Aufpassen jetzt, aufpassen jetzt. Nein! Das ist ein Witz, Alter! Och, Junge. Genau das wollte ich nämlich nicht.
muss ich natürlich nachchecken, was er gedroppt hat. Ministerhandschuhe und Vollmondgras. Okay. Sehr gut. Ja, die scheiß Wurfmesser. Keine Ahnung, Alter, ob das irgendwas bringt. Aber bei dem nicht wirklich, oder? Gut. Ich brauche voll lange, wa? Kann das sein? Irgendwie komme ich mir so langsam vor, aber... Lieber langsam um safe, als direkt verrecken, wa? Dafür ist doch ganz gut. Gut, dass meine Keule nicht anfängt zu brennen, ey. Das wär's ja jetzt noch. Schmelzsteinscherbe. Die beste Option ist Schwarzaugenstein. Okay, gut. Gehen wir erstmal hier hoch. Und ich habe natürlich auch selber gemerkt, dass ich auf der Burg den einen oder anderen Weg natürlich nicht gegangen bin und übersehen habe. Aber das war eher aus Furcht, sage ich euch so, wie es ist, war. Ich wollte einfach nur den nächsten Checkpoint mäßig erreichen. Ich hab das schon mitbekommen, dass ich da ein, zwei Sachen übersehen habe, natürlich. Aber ist ja jetzt auch kein 100% Walkthrough hier, wa? Holy shit. Holy shit! Und jetzt bin ich tot. Weil ich hinten eingekesselt wurde. Ach nein! Bis dann war es so gut. Bis dann war es so gut. Ach scheiße. Ist da einmal rumgelatscht, die Sau? Mach ich das einfach so, oder? Eingekesselt? Ja, die wollen mich schon wieder einkesseln, ihr Rattenkinder, Alter. Ja, kommt mal her. So. Okay. Oh, Alter! Alter, habt ihr den gesehen? Habt ihr den gesehen? Ich hab ihn nicht gesehen, was? Sich unter der Leiche seines Bruders versteckt, die Sau. Gut. Wir sind wieder im Business. Wir sind wieder back im Business. Gut. Da sollte ich lieber nicht drüber latschen. Was geht ab, Jungs? Aha. Habt ihr aufgerüstet oder was hier? Oh, ja, habt ihr. Ach Mann, Alter. Nein. Ich verbrauche schon wieder so viel Heilzeug, Alter. Komm her, Johnny. So. Ihr Ratten, Alter. Der nächste, bitte. Komm her, jetzt hier. Weg hier. Ansehen. Was haben wir denn hier? Oh! Boah, Junge! Ah! So! Klopp euch alle weg hier, Alter!
kloppe euch alle weg hier. Ein nach dem anderen. Hinter mir. Hinter mir. Kommt doch, kommt doch. Komm doch, komm doch. Schläge? Ja, das gefällt dir, wa? Ja, das magst du, oder? Kleinen Pisser, ey. Ich brauche mal jetzt irgendwas, so wie eine Art Checkpoint, irgendwas, Alter. Weil gefühlt habe ich ja fast nichts. Oh, oh Gott. Scheiße. Komme ich jetzt jemals zurück? Wie komme ich jetzt jemals zurück? Ach so. Ah, hier bin ich. Ah. Scheiße, kann ich das überleben? Ja, oder? Soll ich mich heilen vorher? Hey, danke fürs Abfangen. Oh! Oh, ich häng fest. Was ist das? Nein, warum, wer hat das da reingetan? Oh, oh, Junge, das meine ich, Alter. Das meine ich einfach. Wer packt das automatisch da rein? Das ist doch scheiße, Alter. Ja, wenn ich jetzt verrecke wegen der Kacke, Alter, dann rasch aus. Hinter mir müsste sogar der Feuertyp noch sein. Glaube ich. Hinter mir müsste der Feuertyp noch sein, ja. Das ist doch Müll, Alter. Das ist Müll. Das ist Müll, Alter. Das ist einfach scheiße. Das ist wirklich einfach scheiße, Mann. War das schon immer so, Alter? Ich habe das nicht in Erinnerung so. Auch nicht bei Dark Souls. War das bei Dark Souls auch so? Nee, oder? Kleinen Wichser, Alter. Mein Gott, das regt mich voll auf gerade. Ja. Ich wäre fast verreckt an diesem Pissgesicht. Ey, gefühlt habe ich noch gar keinen Fortschritt, wa? Gefühlt habe ich gar keinen Fortschritt. Nee, Spaß. Aber ich, wie gesagt, ich setze mich selber so unter Druck. Ich will einfach auch Fortschritt erreichen, weißt du? Das ist halt... So. Aber das haben wir abgeklappert. Weiß gar nicht, ob es da noch einen anderen Weg gab jetzt bei dem Seitengang oder so. Wir müssen nochmal schnell hier durchrennen. Ich glaube aber, das gab keinen anderen Weg dort, wa? Das war, glaube ich, alles jetzt. Hier. Ich check das nochmal ganz schnell. Hier können wir jetzt schnell ja, durchlaufen. Ich habe ja jetzt hier alles weggekloppt. Hier links ging es noch weiter, glaube ich, sogar, oder? Weiß nicht so. Ach du Scheiße, Alter. Ach du Scheiße, Alter. Und Steine werfe noch. Komm mal her hier. Oh. Die doch mal ab, nochmal! So. Jawohl. Du kriegst auch noch einen. Sehr gut. Ein. Da kommt noch ein Freiwilliger. Kompletter Blödsinnsschlag. Komm doch her, Junge. Ich hab keine Zeit. Kann ich sie überhaupt erreichen? Okay. 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 Sehr gut. Alter. Ah, nochmal ein Bastardschwert. Ja, ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, aber... Ich bin damit zu langsam, ja. Das haben wir ja festgestellt. Stahlschwert. Irgendwann muss es doch mal ein Checkpoint geben hier, ey. Geheimnis von Wert vor. Ach komm, halt die Schnauze, ey. Yeah.
weg! Komm doch! Alter Schwede! Leben am Limit! Leben am Limit! Na gut, dass ich Heilung gesammelt habe. Ich verballer so viel Heilung, Alter. Ich verballer so viel Heilung, ich finde so wenig. Wie ich immer aus Versehen nach vorne schlage, Alter. So schubse. Ich will es gar nicht. Ja, komm her. Oder bleibst du am besten? Jawohl, danke. Scheiße, Alter. Wir müssen auch langsam mal zum Ende kommen. Ne? Ist hier safe? Hier ist, glaube ich, erstmal so halbwegs safe. Hier hin, in der Ecke. Hier bin ich safe. Hier können wir erstmal aufhören, Freunde. Gut, also, wenn ihr Bock habt, noch eine weitere Folge zu sehen hier, dann lasst mich das gerne wissen. Alter, ey, das ist so Anspannung pur, wa? Aber es ist halt auch irgendwie geil, wa? Ja, also, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bin doch ganz gut vorangekommen. Ja, klar, vielleicht schaffen das andere in 10 Minuten weniger oder sowas. Aber ist trotzdem, ist in Ordnung. Also, wir hören uns vielleicht beim nächsten Mal, wenn ihr Bock habt. Bewerten, kommentieren nicht vergessen, wenn ihr, wie gesagt, noch mehr sehen wollt. Haut rein und tschüss.